Leute, willkommen beim ATS und bei einer neuen Folge von The Story. Ja, ich habe hier übernachtet an diesem sehr schönen und verlassenen Güterbahnhof, aber okay, ich hatte meine Ruhe, das ist die Hauptsache, und ja, wurde abgeladen gestern noch und dann habe ich hier übernachtet und ja, was soll ich sagen, vor einer Stunde circa rief mich dann Will an. Ja, ich habe so nicht so lang, jetzt konnte ich sehr gut schlafen, sehr lang. Hitzigen Grenzen, ne? Bin auch nicht so früh ins Bett gegangen, aber gut, sei es drum, anderes Thema. Und ich habe jetzt die ersehnte Tour bekommen von Bill. Also, wenn das so alles dann hinhaut, bin ich natürlich mehr wie begeistert. Sondern von hier ausgehend, von Red Bluff, muss dann noch zum Kunden fahren und die ganze Geschichte geht nach Mexiko. Genau zu sein nach Mexicali. Ja, laden soll ich 18 Tonnen an Getreide und ja, vergütet soll das Ganze mit 3.465 Dollar. Das ist auch mal ein Wert, ne? Brutto, aber immerhin. Ich bin hin und weg insofern. Gut, so früh am Morgen, um so in Euphorie aufzugehen, sag ich mal, aber ich warte mal ab. Also 620 Meilen sind das, also knappe 1000 Kilometer, roundabout 997 Kilometer, um, sag ich mal, ziemlich genau zu sein. Und ja, mal schauen, wie sich das so alles ergibt, nicht wahr? Vorweg noch, liebe Leute, über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Kostet euch nichts, wisst ihr ja, und bringt mich ein Stückchen weiter nach vorne. Wie ihr vielleicht auch wisst oder auch nicht, dann erfährt ihr es jetzt. Bin ich auch im ETS2 unterwegs, auch mit der Story, und ja, würde mich da auch sehr freuen, wenn er da mal reinschaut und ja, mir da auch was Positives da lässt, ne? Auch an Kommentaren, wie gesagt, konstruktive Kritik ist immer gut, wird immer gerne gelesen, wie gesagt, und ja, würde mich darüber auch sehr freuen, wenn natürlich in dem Sinne auch beantwortet, und ja, in diesem Sinne, vielen Dank im Voraus dafür und ja, viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, wir gehen mal jetzt oder steigen mal jetzt ein, sage ich jetzt mal, weil muss ja irgendwann losgehen, Leute, ne? Trotz alledem haben wir keine Zeit und ja. So viel dazu. Gut, dann können wir da erstmal zum Kunden fahren. Ich stelle das hier erstmal alles so ein und dann ja, können wir dann noch losdüsen, ne? Okidoki. Na, dann mal bis gleich. So, alles soweit eingestellt. AC ist abfahrtsbereit. Ja. Schauen wir mal, wir haben 52 Meilen bis zum Kunden, also ist auch nicht gerade um die Ecke, ne? Aber gut, naja gut, hier sind es ja insofern keine Entfernung, 52 Meilen, wo wir uns hier befinden in den USA, also das ist ja ein Klacks sozusagen, nicht wahr? Na gut, ich mal gucken hier. Ja, bis dahin wird ja wohl die Sonne aufgegangen sein. Fahren wir erstmal los. Nutze den Tag. Ja, auf alle Fälle. Sowas von. Ja,
Ja, Warnblinklicht brauche ich so und so nicht. Da ist so und so keiner hier. Also konnte ich mir jetzt, habe ich mir auch gespart. So. Zack. So. Okay. Dann wollen wir uns mal jetzt hier. In 650 feet, turn left. Zum Kunden machen. Ja, ich kann sehr viel sehen, zwar gar nichts. Muss ja sehen, ob hier Verkehr kommt, Gegenverkehr hier irgendwie links und rechts. Ja, da kommt einiges. Um diese Uhrzeit, ey, schon. Halleluja. Kommt, Leute. Gibt eine lange Tour vor mir. So. Zusehen, dass das auch alles schnell über die Bühne geht. Vor allen Dingen, ob es auch so stimmt mit dem Ganzen. Also gut, auf Bill ist ja Verlass. Apropos Bill, also der Keep hat to the ja right and then turn right. hatte sein Versprechen eingehalten, ne? Das ist nicht. Ja, das war noch grün. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt schaffe ich das leider nicht. Die schalten so schnell um die Viecher. Echt. Mein Gott. Die springen so schnell rum. Rundherum. Und um. Naja, gut. Da ist drum. Ich kann es nicht ändern. Oder man kann es jetzt hier nicht so ändern. Also ich zumindest nicht. Will ich auch nicht. Bleib so und fertig. So. Keep to the right and then turn right. Okay. Noch kein Kaffee getrunken. Das ist ja Wahnsinn, wa? Noch kein Kaffee getrunken hier. Nicht normale. Dann wird das schon. Oh, so langsam wird es ja hell. Ist ja schon, ja, ich musste sofort losfahren, weil ich wusste zwar vorher nicht, wie weit der Kunde jetzt weg ist, aber gut, dass ich jetzt schon so früh unterwegs bin. Also, wie gesagt, das sind ja
620 Meilen, also ist nicht ohne. Ja, liebe Leute, jetzt stellt sich nur die Frage, soll ich das so runterrattern in einer Folge oder soll ich daraus zwei Teile machen? Was machen wir jetzt? Gute Frage, nächste Frage, ne? Nicht, dass das Ganze zu lang wird, ne? Oder? Ja, wir schauen mal, wie sich das so ergibt. Mal schauen. Irgendwann müssen wir auf jeden Fall Pause machen, muss sein. Das ist alleine schon die vorgeschriebene Zeit, die ich dann, wenn ich sie nicht mache, überschreiten werde. Also von daher muss ich ja Päusle machen. Gibt ja nichts. Keine zweite Meinung. Muss sein. Hat er mir denn, da hat er mir doch gesagt von Red Bluff. Wir sind doch niemals in Red Bluff. Die Tour geht doch nicht von Red Bluff. Das ist ja schon die nächste Stadt hier. Da hat er mir fest von Red Bluff nach Mexicali. So eine schöne Tour, oder? Sagt er zu mir, der Mail. Mehr dazu nicht gesagt. Da hat er mir alles durchgeschickt per Mail. Und ja. Und jetzt stehe ich hier oder fahre hier. Ich fahre hier mit meinem Talent durch die Gegend. Ja. Maxwell. Aha. Noch mal schauen. Ich weiß zumindest, da stand ja. Ja. Da stand zumindest drauf, dass es in Mexikali zu Walmart geht. Das habe ich ersehen können. Stoppzeichen immer schön beachten. Stopp ist Stopp. Genau. Gleich da eigentlich da sein, ne? Um nicht zu sagen, wir sind schon da. Okay. Heute. Hatte ich denn gesagt, was ich lade? Ja, ne? Naja, hatte ich, glaube ich, Getreide. Müsst ihr mal reinziehen. Ich habe einen Tiefkühler und das häufigste, was ich hier. Alles andere wie Tiefkühlware. Naja, okay, ist ja egal, muss ja Kohle bringen, ne? Ist ja kein Wunschkonzert hier. Okay, dann melde ich mich mal gleich wieder, wenn ich hier das hier alles abgeklärt habe. Okidoki. So, Platz zugewiesen bekommen, alles Taco, stimmt soweit alles. So, geht nach Mexicali, isst Getreide. Sind 18 Tonnen und wird auch dementsprechend vergütet mit den 3465 Dollar brutto. Jawohl.
bisschen. Wäre ich fast in einen Lutsch reingefahren. In einen Blutschi-Lutsch, aber hat nicht ganz hingehauen. Dann zum Schluss ein bisschen zu viel korrigiert. Hätte ich mir sparen können. Ja, jetzt habe ich wieder mein Warnblinklicht nicht an, aber egal. Da hinten. Alles klar. Alles im grünen Bereich, wie ich immer sage, ne? Wie das so ist. So, okay. Dann hätten wir das auch erledigt. Dann sollen sie mich mal schön beladen. Wird wohl ein bisschen dauern, aber okay. Und ja, Abfahrtskontrolle etc. pp. Und dann können wir losdüsen, ne? Okidoki. Na dann. So. Ich habe das schon mal angefangen. Und ja, damit ich ja auch hier zügiger durchkomme, direkt schon, wie gesagt, los Leute. Ich muss jetzt anfangen und ja. So. Alles klar soweit. Jetzt dann mal loslegen, nicht wahr? So, okay. Na dann kann die wilde Tour beginnen, im wahrsten Sinne des Wortes, nach Mexicali. Das ist eine Megatour, um auch schon zu, so zu sagen. Okay, na dann. Let's go! Na dann. Feuer frei hier. Kante hier. Hat sie. Oh, jetzt habe ich mir auch einen Wegpunkt gesetzt zum nächsten Truckstop. Ich glaube, das war ein Truckstop. Also mit Schlafmöglichkeiten, glaube ich, war das. Also von daher alles soweit gut. So. Mega Strecke, finde ich. Mega Strecke. Hier schon mal einmal so eine Strecke gefahren bin.
voll die Baustelle hier. Auf alle Fälle lohnt sich das. Und Bill hat Wort gehalten, wovon ich ja auch voll und ganz ausgegangen bin. Ist natürlich nicht so einfach, ne? So eine Tour natürlich ranzukriegen oder an so eine Tour ranzukommen. Er sagt aber, er ist noch dabei, jetzt demnächst sich noch ein bisschen gedulden, mir auch so noch was so ähnliches zu besorgen. Gut, jetzt bin ich in den bin auf dem Weg nach Mexiko, bin dann in Mexiko dann, wenn ich diese Tour erfolgreich abgeschlossen habe. Und ja. Dann gucke ich dann ein bisschen, ja, hoffe ich mal, in Mexiko rum. Bin dann Mexicali, bin dann also ja noch weit oben, sage ich jetzt mal, von Mexiko, aber. Wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass ich dann na, ich habe noch grün gehabt, Leute. Ich kann nichts dran ändern, dass die Ampeln hier so schnell hier ja umspringen, ne? Da kann ich nichts zu. Ja, wie gesagt, dass ich mich dann da ein bisschen aufhalte. Mal schauen, ich hoffe es. Und dass er dann in 650 feet, turn left. Dementsprechend mir da auch da die ein oder andere Tour vielleicht besorgen kann. Etwas längere oder kürzere, das wäre mir eigentlich. Eigentlich ist das sekundär, das Ganze. Wenn er mir was besorgen kann und ich komme jetzt nicht so dran, durch irgendwelche Gründe auch immer. Dann ist das halt so. Boah, ist ja ein Verkehr. Merkt man ja so. Glaubt man ja gar nicht, ne? Wenn da nicht fahren. Wollt ihr da vorne nicht fahren? Na gut. Dann nicht, ist ja gut, dann nicht. Aber ich denke mal, Leute, ich werde das auf zwei Teile machen. Sonst ist das doch ein bisschen zu viel, ist gut. Das wird dann viel zu lang werden. Habt ihr Verständnis für, ne? Sein bleibt da immer was so. Ne? Noch ein Grund mehr, um dabei zu bleiben. Sag ich mal so, ne? Den zweiten Teil dann zu gucken, der dann ein paar Tage später dann sozusagen ein paar Tage später dann kommt. Ja. Kann man dann. Die Spannung aufrechterhalten. Ich hoffe mal. Oder whatever. Dass das dann insofern glatt läuft. Ne? Hier das Ganze. Wenn ich da bis zu diesem Rastplatz komme, ich hoffe, dass das auch dementsprechend angezeigt wurde, eher so als Schlafplatz. Ich weiß nicht. Ob das jetzt ein Truckstop ist, konnte ich auf dem Navi so nicht ersehen, Leute. Werde ich dann sehen. Keep to the right and then turn right. Werde ich dann sehen. Kann ja dann fahren, ne? Oder? Ist ja nur für geradeausfahren, ne? Oder? Oder? Ich denke schon.
rechts abbiegen konnte ich ja, es war nur die geradeaus fahren. Naja, gut. Wird so oder so auch hier eine lange Folge, davon abgesehen. Das garantiere ich schon mal. Jo. Jetzt wieder hierzu, zur Story hier. Ich habe das George mitgeteilt, sage ich, pass auf, Junge, ich bin jetzt hier in Red Bluff und habe eine Tour gekriegt von Bill nach Mexicali. Oh, der war richtig neidisch, war der Junge. Oh, du Sack, du bist nach Mexicali, direkt einen Schlag, du. Ja, wer kann, der kann. Ja. Ist halt gut gelaufen, ne? Muss man ein bisschen Glück haben. Dann geht das. Ja, wenn ich, wie gesagt, bin ja so dankbar, dass der Bilder sich da immer so ein bisschen so immer so ein Auge drauf fällt, nachhinein immer, mit seiner ganzen Erfahrung und so weiter. Ja, schon. Ist schon was Feines, ne? Ist schon was Feines, das Ganze. Nur gute 25 Stunden Zeit bis zur Auslieferung, oder ja, kann man so sagen, ne? Bis zur Abgabetermin. Meines ganzen Getreide. Eieieiei. Was ist denn da vorne los, ey? Warum staut sich das wieder? Wieder eine Verengung, ne? Ja. Kann ich ja mein Käffchen weiter trinken hier, wie ich vorhin gemacht habe. Ist noch heiß. Naja, lauwarm, aber geht. Jetzt bleiben die alle hier stehen, anstatt sich da einzufädeln, mehr oder weniger, bis kein Wagen kommt und dann fahren die jetzt los. Oder es tut sich erst recht nichts. Das ist ja alles wieder hier. Nicht normal, ne? Gut, ich habe zwar noch 25 Stunden Zeit, insofern, aber ich habe keine Zeit hier zu vergeuden. Überhaupt keine Zeit hier.
fahrt doch einfach vor. Tastet euch dran, die lassen Leute schon durch. Mein Gott, jetzt komm. Komm hier. Fahrt doch. Das hält mir immer, wenn ich am Kaffee trinken bin. Echt. Sagenhaft, oder? Muss er noch trinken, bevor er noch jetzt ganz kalt wird hier. Ja. Mein Trucker-Kaffee hier. Geschüttelt und nicht gerührt, ne? Ja. Kann man so sagen. Ja. Das habe ich doch wieder gewusst, dass wieder sowas passiert. Brauche ich nichts zu sagen, habt ihr gesehen, ne? Jo. Selbsterklärend das Ganze. Und jetzt gibt der Gummi. Klar. Sehr schön. Wir lassen die mal schön vorne fahren mit gebührendem Abstand. Besser ist das. Also gute 100 Meilen haben wir jetzt weg. Oh, dass wir dann die erste Etappe dann wahrscheinlich, ich habe das so mehr oder weniger die Hälfte genommen. Ja gut, kann sein, dass sie die zweite Tour, also die Anschlusstour, die ich dann fahren werde, dann von da, wo ich Pause mache, bis dann nach Mexicali, könnte sein, dass sie dann ja etwas länger sein wird. Aber okay. Manchmal kann man das nicht so 1:1 teilen, weil, wie gesagt, die ja, Junge, was ist los? Wolltest du überholen, ne? Ja. War wohl nix. Weil, was wollte ich jetzt sagen? Ja, mit dem Aufteilen. Manchmal geht es nicht so.
weil da kein Truckstop dann in der Nähe ist. Ihr seid doch Helden hier alle. Bin ja so schön hier in Fahrt. Richtung LA geht's hier. Ja, dann fahr vor, gib Kante, dann kann ich auch rechts reinfahren wieder. Kein Problem. Ja, du hast ja keinen Hänger, ne? Du kannst dir schon Gummi geben. Der nächste. So. Ja, ich mache ja schon Platz. So frei sein, wie gesagt. Werde ich mir mal Ausschau halten in Mexiko. Mal sehen wo. Habe ich schon seit längerem auch überlegt, mir da auch deinen Stützpunkt anzulegen, beziehungsweise eine Garage, ne? Um von da aus dann auch ja, in Mexiko besseren Zugriff zu haben, da jetzt jemand dann einstellen, der dann dort abwickelt, einen Einheimischen, ja. Mexikaner oder Mexikanerin, kein Problem. Wer Lust dazu hat, sich das zutraut und die Zeit dafür aufbringen will, also von daher ist ja sehr zeitintensiv, ne? Also mit Familie und so ist ein bisschen schwierig. Ne? Aber nun gut, das muss ja der oder diejenige dann selbst dann mit sich oder dann in dem Fall dann mit der Familie dann abklären. Ne? Ja. Ich kann nur in dem Sinne dann die Stelle ausschreiben und ansonsten kann ich dann nicht. Und dass man dann auch, ob man sich das dann auch gut überlegt hat. Ne? Ja, mehr geht da nicht. Von meiner Seite. Ja, und wenn die Finanzen das zulassen, wahrscheinlich nicht, aber. Ja, wie gesagt, bei Kenworth fährt ja Steve mit und ja, mir dann noch einen zulegen vielleicht. Schauen wir mal. Truck natürlich, ja, mit Hänger. Mal sehen, ob ich da irgendwas günstiges kriege. Na, günstig ist, ja, also kein Schrott drauf, ne? Also, da ich dann nur Ausgaben habe, Reparaturkosten, ne? Und so weiter, dann nicht. Muss schon gut in Schuss sein, ne? Soweit. Geben auch Gummi hier mit seinem Bagger hier, echt, und gibt da Gummi ohne Ende, unglaublich, wa? Aber lassen wir, das sein, die wollen, das machen sie, sollen sie machen. Tanken müsste ich dann da auch. Ich denke, da ist auch eine Tanke mit angeschlossen, glaube ich. Ob das jetzt da direkt war oder. Weil
Ja, ich komme auf keinen Fall dahin. Ich habe noch 120 Liter. Und ja, zeigt mir an 380, nee, 380 nicht. Wie 320 Meilen noch. Und ja. Könnte ein enges Höschen werden. Deshalb wir konstante Geschwindigkeit fahren, nicht unnötig jetzt beschleunigen, bremsen. Ne? So wie jetzt, so läuft das eigentlich ganz gut, flüssig, soweit, bis so die paar, ja, ich sag mal, Zwischenfälle, kann man sagen, wo sich da auf einmal ein Stau bildet und man weiß nicht warum und weshalb und wieso. Aber ja, wieso schon, weil die ja nicht eigenständig sich einfädeln können. Verkehr. Jo. Ich weiß zwar nicht mehr wie lange hier, mal gucken hier, ob mir hier was anzeigt hier. Kommt. Nein, da ist alles soweit. Oder sagt, hat er mir da was gezeigt? Kann das jetzt noch nicht sehen. Ja, da auf der Karte, auf dem Navi, der die Ansicht da verändert ein bisschen. Da kommt ja der nächste. Ich weiß nicht, ob das da ist, wo ich jetzt hinfahre. Könnt ihr das sehen? Jetzt bin ich ja bei Huron und ja. Also ein paar Meilen noch, da kommt dann so, weiß nicht, ob ich hier rausfahren soll. Das ist so eine Sache. Den Wegpunkt habe ich, glaube ich, später gesetzt, aber mir macht das Tanken macht mir ein bisschen Sorge. Also mein Diesel. Gleich hier was kommt, ne? Jetzt sag nicht, das ist auf der anderen Seite. Next right hier. Okay. Dann fahre ich dann nur zum Tanken dann hier. Und dann sicher ist sicher, Leute. Ich weiß nicht, ich kann das da. Angenehmer. So, haben wir alles soweit? Ja, ne? Aus, die Maus. Ja. Na, wie können wir wieder zurückstellen? Jo. Hier können die natürlich auch stehen, ne? Aber okay, ich werde erstmal tanken, das geht so nicht. Sonst hinterher sehe ich mich da schon wieder irgendwo, ne? Auf den letzten Tropfen muss ja nicht sein. Okay, bis gleich dann mal.
So, bezahlt haben wir. Jetzt habe ich nochmal aufs Navi geschaut, vorhin nochmal, bevor ich ausgestiegen bin, in Ruhe. Weil während der Fahrt hat man so, soll man ja auch nicht, ne? Bei der Sache bleiben, ne? Und ja, ich habe noch 51 Meilen zum nächsten Wegpunkt, also quasi zum nächsten, ja, zum nächsten Rastplatz, Tankstelle. Gut, Tankstelle brauche ich jetzt nicht mehr, aber ich hätte es ja noch geschafft, so ist es nicht, aber. Sicher ist trotzdem sicher. Ist ja irgendwas nicht, ne? Egal, haben wir es zumindest und dann ist gut. Please proceed to the highlighted route. Jetzt haben wir es. Und jetzt fahren wir weiter mit Licht. Was mit dem Bein passiert da? Nichts Gutes. Wollen die nicht oder haben sie sich da irgendwie sind ja aneinander gekommen? Collidation. Ja, und hier auch wieder. Sehr nett. Ja, was soll man dazu wieder sagen? Einfädeln, sage ich nur. Vorfahren noch und dann einfädeln. Bei den Hammerwerfern weiß ich nicht, ob die das geregelt kriegen. So. So kommen wir ja nie hier weg. Wenn die sich nicht da so ein bisschen zeigen. Dann funktioniert das auch nicht. So, jetzt wäre die Möglichkeit da. Kurzzeitig, wenn die jetzt Gas geben würden. So, jetzt gibt mal Gas da. So, jetzt könnt er. Oh, du bist doch mit dem PKW unterwegs, ey. Kommst doch schneller außer pushen, du. Ah, der hält auch nicht an, der hätte die andere Spur benutzen können. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber einige wirklich. Ja, jetzt kann ich mich wieder hier zum Wiegen wieder anstellen, natürlich. Hatte ich aber auch schon gesehen gehabt, auf dem Navi. Bei der Karteninfo, ja. Ah, ja. Also wie gesagt, knappe 50 Meilen habe ich noch. Und dann wird dann Päusle gemacht. Aber erstmal wird hier ja gewogen. Genau. Navigation resumed. Okay.
kann mich überholen, wenn er will. Genug Platz noch. Und Zeit hat er gehabt. Ja, geht doch. Alles gut. So. Chupa Chups. Jo, läuft. Sehr viel unterwegs von denen. Läuft wohl auch hier gut, wa? Sehr gut. Der zweite Wegpunkt, oder das ist der zweite, der ist da schon zu sehen. Könnt ihr da unten sehen, ne? Da muss ich mich hin. Da habe ich den Gesetz gehabt. Keep to the right and then take the exit on the right. Genau. Muss ich erstmal so hier ein bisschen hier rausfahren. Bakersfield, genau, Bakersfield war das. Ich kam vorhin nicht auf die Stadt, auf den Namen. Das habe ich dazu nichts gesagt, weil wie heißt der? Wo war das denn nochmal? Ja, Bakersfield. Bakersfield natürlich. Was soll? Natürlich. So. Dann hätten wir erstmal die erste Etappe, kann man dazu sagen, ja, hinter uns gebracht. Ja, noch nicht. Ja, sind ja noch nicht da. Hier ist die Tanke, ne? Irgendwo da vorne muss ich dann rum. Aber so hatte ich das, glaube ich, auch gesehen gehabt. Hoffentlich habe ich jetzt hier keinen Mist gebaut. Aber normalerweise. In 650 feet, turn left. Nee, nee, weil die kommen ja alle da raus. Also wird das wohl hier sein, ne? So, fahre ich mal einmal hier um den Apfel hier rum, ne? Ja, nicht ganz. Kann ich auch hier, kann auch auf der anderen Seite, ja. Stelle mich auf die andere Seite, dann kann ich dann so rausfahren. Dann brauche ich nicht rückwärts dann fahren. Ja, da muss ich schon, kann ich schon. Aber wenn einer nicht vorsteht, kann ich dann geradeaus weiterfahren. Kleine Motels hier. In 650 feet, turn left. Mhm.
dann muss ich wohl rückwärts fahren. Haben sie ja diese Boller da vor, Steinboller da. Zurückfahren hier. So bleibt er jetzt. Genau. Nur nicht übertreiben, ne? Hab so einen Stich drin. Behindere keinen, alles gut. Alles Taco. Ja. So. Was hätten wir schon mal? Damit haben wir noch so, weiß nicht, roundabout 530 Meilen, 520 Meilen noch. Ja, sind wir gut die Hälfte, fast die Hälfte. Jetzt haben wir es abgeknabbert und dann ja, kommt der Rest dann in Folge 2. Ist doch sensationell. Okay, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, was das für diese Folge. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid oder bei jeder Folge. Wie gesagt, auch im ETL2 bin ich unterwegs und ja. Ansonsten kann ich nur sagen, allzeit gute Fahrt und bleibt gesund, das ist die Hauptsache. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Atze Gaming. Ciao!